Hi. So nah, mein Stativ ist weg. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das machen soll. Oh, mir ist ein bisschen frisch. Ich glaube, ich hole mir mal eine Jacke. Mir ist etwas kühl. Hol ich mir mal schnell eine Jacke, ne? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ey, das ist ganz schrecklich. Ah, die Brille, oh Gott. Ja, und zwar wollte ich... So, jetzt habe ich die Karte halt rein und raus und hin und her, aber ich weiß nicht, da steht dann immer, die geht einfach mittendrin aus und dann steht da irgendwie ein SD-Kartenfehler, ey, ich habe keine Ahnung, habe nichts gemacht mit der Karte, nichts, außer dass sie in meiner Kamera drin steckt, unberührt. Ja, ich wollte mal erzählen, wie krass das war, ne? Mal sehen, wie ich das dann so zusammen mache, aber auf jeden Fall konnte ich schon so nicht so gut schlafen, so, ne? Dann bin ich gerade endlich eingepennt, so 3, 4 oder sowas. Kommt die Lena rein. Sag, Mama, guck mal aus dem Fenster, ne? Und ich guck so raus und es war alles orange. Man sieht das auf diesem Video jetzt gar nicht, wie krass das war. Riecht es den Berg hinauf. Oh mein Gott, Leute, guckt mal da. Oh Leute, Leute. Oh man, ey. Wir sind ja jetzt hier bei Lisa. Wir wohnen da drüben so ein Stück. Es hat so nach Rauch gestunken, ich konnte es nicht mehr aushalten. Aber Willi, die Tiere und die Jungs sind noch da. Mossi, kannst das nicht machen, ne? Echt krank. Jetzt sind alle wieder ins Bett gegangen. Ach, guck mal da. Ja, das geht jetzt da hoch. Und da toll. Jetzt sind wir wieder nach Hause. Hier sieht's aus, ey. Alles ist so vernebelt. Das Feuer ist immer noch ein bisschen an, aber ja, der Wind, ne? Der Wind, da ist eine dicke Wolke. Kommt der Hubschrauber. Da ist er mit seinem Säckchen dran. Da ist er. Jetzt geht's ab. Boah, es qualmt schon. Da qualmt es schon noch, ne? Der Qualm. Der Hubschrauber, guck mal, der hat Wasser in seinem Säckchen. Also der ganze Himmel war orange. Das sah aus, als würde es direkt hinter unserem Haus, also eine Hausreihe weiter brennen. Aber dem war zum Glück nicht so. Also es ist gar kein Haus verbrannt. Obwohl ja welche, ich habe mir das gestern angeguckt, bin da hochgelaufen, da wo ich immer mit den Hunden gehe. Mega krass, mega krass. Alles schwarz, alles
Also ich denke, die Feuerwehr ist direkt da hochgedüst und haben da halt aufgepasst. Ne? Aber die Leute mussten mit Sicherheit gehen, weil es war so krass. Ja, alle so voll in Aufruhr, los, let's go und so. Und ich so, oh mein Gott, was, ich will jetzt hier auch nicht bleiben. Also wenn alle gehen, möchte ich nicht hier bleiben. Und obwohl ich irgendwie, ja, ich habe ja dann schon gesehen, wir sind jetzt nicht in Gefahr, unser Haus. Aber was ich halt ein bisschen ekelhaft fand, war dieser Qualm, ne? Das hat ganz schön gequalmt. Das ganze Haus war voller mit so Rußflocken. Alles voll. Füße waren schwarz. Jetzt, naja, die sind immer noch, ne? Ich putze hier jeden Tag. Mach ich sonst nicht. Mach ich sonst überhaupt nicht. Aber jetzt, ne? Immer noch so grau alles und so. Das war alles so von so einer Schicht, ne? Ich hab echt direkt am nächsten Tag hab ich angefangen zu putzen. Hab alles verrammelt und zugemacht. Der Wind kam ja von da. Alles verrammelt und sauber gemacht. Das Blöde ist, also weil ich nicht konnte, ist Wäsche waschen. Ne? Kannst ja nicht Wäsche waschen. Es war sehr windig. Dann kommt der ganze Ruß und ja, hast du dann den Salat, ne? Also Wäsche hat sich wieder schön angesammelt in den paar Tagen jetzt. Ja. Ansonsten wurde es dann sehr, sehr, sehr qualmig und dann habe ich die Lisa angerufen und gefragt, ob sie uns holen kann, weil sie hatte auch noch das Auto, ne? Das fand ich dann auch so ekelhaft. Da habe ich gedacht, jetzt hat sie das Auto, wir sind hier so. Ich meine, wir können ja auch laufen, ne? Aber trotzdem, ich fand es total doof. Aber Willi und die Jungs sind hier geblieben und die Tiere auch. Die Tiere waren auch total gechillt, da habe ich dann auch gedacht, nee, wenn das jetzt wirklich gefährlich wäre, würden die schon mir das sagen, irgendwie zeigen, ne? Ja. Ja, und es war dann auch sehr schnell, relativ schnell, nicht gelöscht, weil das hat schon noch 2 Tage weiter gebrannt, aber halt so geschwelt, ne, Schwelbrände. Ja, das ist schon krass und es ist halt immer weiter hoch in die Berge gegangen und das ist ja nicht gefährlich dann für uns, gell. Das sind die Berge, das ist so gefährlich für die Ratten, die da wohnen und für die Pflanzen, ein bisschen schade, ne? Aber ich glaube, in ein paar Monaten ist das alles wieder grün, gell? Es geht sehr schnell. Mit Regen und Sonne geht das alles sehr schnell. Ja, und mein Hals, ne, meine Stimme, also das kommt davon, bin ich ganz sicher, das war ja vorher nicht. Und, so, ne? Ist schon so, ja. Und alles hat gestunken, einfach. Jetzt nicht mehr. Na doch, ich riech's immer noch. Ich riech's immer noch so ein bisschen tief drin. Alles riecht nach Lagerfeuer, ne? Aber ich habe dann auch gesagt, ey, wir können dankbar sein. Erstens, dass wir nicht da oben wohnen, wo ich es mir immer so wünsche. Ich habe immer mir gewünscht, so ganz am Berg, ne? Aber nee, es ist ein Glück, dass wir nicht da wohnen. Zweitens ist es echt ein Glück, dass das nicht schlimmer wurde, weil mit diesem Wind, ey, mit diesem Wind, der Willi hat auch gesagt, so ein dickes Feuerklümpchen ist hier genau vor unserer Haustür gelandet, weißt du, so eine Scheiße passiert ja dann auch. Der Wind schleudert hier das ganze brennende Stroh durch die Gegend, ne? Ja. Also es war schon krass. Oh, ja. Ansonsten weiß ich jetzt auch nichts zu erzählen. Ich warte, dass der Sommer endlich kommt. Ich will einfach nur ins Wasser tauchen. Mehr will ich gar nicht. Einfach nur ins Wasser hinein. Dann bin ich schon fröhlich, ne? That's all I want. All that she wants is another baby. Ah ja, und übrigens, ich habe letztes Mal im Video gesagt, Lena wäre 32. Woche. Das stimmt gar nicht. Ich bin ganz verwirrt. Das Kind ist jetzt, also sie hat nämlich den Geburtstermin vom Arzt, das war der 10. April, so, und, aber sie selber hat sich so ausgedacht, das ist der 20. April, 420, sie wollte gerne, dass ihr Kind am 420 geboren wird, obwohl die Lena kifft gar nicht, witzig, ne, aber 420, das hat sie sich so in den Kopf gesetzt, und ja, also, aber ich glaube nicht 420, ich glaube dann eher 410. Und das sind ja dann, ist ja gar nicht mehr so lange, ne?
Ja, ich bin gespannt, ich bin aufgeregt. Ja, wir haben jetzt beschlossen, wir machen das bei der Lisa, die Geburt. Wegen dem heißen Wasser, ne? Das ist einfach, und nee, nicht nur wegen dem heißen Wasser, weil wir könnten ja auch unseren, wir haben ja einen Water Heater, wir könnten den ja anstellen. Wir machen das ja nur nicht. Wir könnten den ja anstellen und könnten dann ja warmes Wasser haben. Ich habe auch gesagt, ich habe gesagt, Lena, hier kannst du den Pool hinstellen und super und so, ne? Aber sie findet das hier alles zu offen. Das kann ich auch verstehen, ne? Obwohl ich eigentlich weiß, unter der Geburt ist es dann wiederum auch scheißegal, weil da bist du so in dir drinne. Da ist alles andere dann auch wieder egal, aber also da machst du dir nicht Gedanken, die Nachbarn unten und so, ne? Nachbarn. Auf jeden Fall, aber die Lena muss das ja entscheiden, so, und sie hat sich jetzt entschieden in Lisas Haus. Das ist ja geil, ne? Die Lisa hatte ja, weil keine andere Wohnung frei war, hatte ja jetzt so eine behindertengerechte Wohnung und hat so ein großes Bad, wo auch so Stangen. Ich liebe es, bei der Lisa zu baden. Ich kann mich da so geil immer so an diesen Stangen hochziehen. Finde ich total super. Weil die Badewannen in Amerika sind auch gerne so ganz, ganz, ganz unten. So ganz unten. Da kannst du so auf alle Viere reinkriechen, gell? So, auf jeden Fall Stangen. Dann, das Kinderzimmer ist sehr groß, da kann der Pool sogar rein. Und das Kinderzimmer hat nur ein kleines Fenster und sonst so Wände rundherum. Und das, ja, da fühlt sie sich dann vielleicht besser so. Oder ja, nicht so beobachtet, obwohl das hier, also die Ossi ist ja hier geboren, Mossi und Anu sind hier geboren. Also ich hatte schon zwischendurch so das Gefühl, dass die Nachbarschaft den Atem anhält und ganz gespannt ist so. Diese Energie habe ich bekommen, aber ansonsten nichts, also nichts Störendes oder so. Ja, aber ich finde das auch okay bei Lisa, finde ich okay. Ne? Also ich werde mitgehen und die Piper geht mit, die Hebamme. Und das war's, ne? Ja. Die anderen bleiben hier. Die Ossi bleibt dann bei Lisa so lange. Oder bleibt, also ich kann mir, vielleicht will sie auch bei der Lisa, bei der Lena dabei sein, aber ich glaube das irgendwie nicht. Also meine Erfahrung hat mir so gezeigt, dass die Kinder nicht so einen Bock haben. Die Kleinen, die haben da nicht so einen Bock drauf. Ich habe ja früher, da habe ich mir einen Kopf gemacht. Oh Gott, was ist, wenn dann das kleine Kind will was und du bist aber voll so in den Wehen und oh nein, lass mich in Ruhe und so. Viel zu viel nachgedacht habe ich über diesen Situation. Ja, weil, also bei uns jetzt war es nie so. Also als Mosi war die erste Hausgeburt. Und da waren Carlos und Fonsi ja noch klein, relativ, und haben sich immer so gekloppt und waren so laut und so wie so Jungs halt sind, ne? Und da habe ich mir so einen Kopf gemacht, habe ich gedacht, fuck, was ist denn, wenn die dann anfangen sich zu kloppen? Ich muss aber bei der Lisa bleiben und so, ne? Aber das war überhaupt nicht, war ja gar nicht. Die waren mucksmäuschen still, die sind dann auch so ehrfürchtig, andächtig, ganz niedlich, also ganz süß, mucksmäuschen still. Und als das Kind dann da war, also der Mosi, als er dann geboren war, dann kamen sie so rein und haben so geguckt, so ganz süß. Also die Leila gab es ja auch schon. Leila, ich glaube, sie hat geschlafen, ich weiß es aber nicht. Also es ist so natürlich normal irgendwie, ja. Also diese ganzen Gedanken hätte ich mir gar nicht machen müssen. Also dann der Anu, der ist ja in der Nacht geboren. Okay, da hat der Mosi, hat da geschlafen. Leila, die haben geschlafen. Ne? Das interessiert die nicht. Die sind dann auch nicht so, oh, wach und oh, ich gucke jetzt oder so. Nee, die sind da so natürlich, so ganz normal. Ne? Die lassen die Mutter machen. Ja. Irgendwie, also irgendwann war die Leila auch mal wach bei einem Kind. Und ja, sie kam auch erst, als das Kind dann geboren war. Also die sind da gar nicht so geil drauf, ne, jetzt. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Ossi dann eher sagt, nee, sie möchte bei der Lisa sein, weil sie ja das liebt, ne. Die Lisa hat immer Eiscreme und so mit den Kindern, das findet sie einfach toll. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie gar nicht dabei sein möchte. Das ist ja dann auch in Ordnung, ne. Ja. Ansonsten haben wir nichts vorbereitet.
Lena hat sich noch so ganz, hat sie sich, sie hat da so ein bisschen Geld bekommen von der Oma vom Kindsvater, ja. Und alles sehr komisch, sehr unangenehm. Alles in allem, aber was willst du machen? Du kannst ja jetzt nicht die Oma quasi dafür bestrafen, dass das Enkelkind ein Stück Scheiße ist. Ne? So, das geht ja nicht. So, also war die Lena sehr freundlich und nett und ja, hat dann so ein bisschen Kohle bekommen. Und ja, wo wollte ich denn jetzt drauf hinaus? Was wollte ich denn jetzt erzählen? Dann hatte sie. Genau. Dann hat sie gedacht, okay, dann kaufe ich noch für das Baby, kaufe ich noch ein Organic Cotton Strampelanzug für den ersten Tag, ne? So ein Erstlingsding. Erstlingsgarnitur hat man früher gesagt. Das hat meine Oma gestrickt. Mensch, schade, habe ich gar nicht mehr. Ne? Ich glaube, das hatte die gestrickt für mein Kindchen, für mein erstes. Eine Erstlingsgarnitur. Das war so ein Strickjäckchen und eine Mütze. Oh, süß. Naja, auf jeden Fall hat sie sich da sowas bestellt und dann kam das jetzt in der falschen Größe. Ne? Da ist sie sauer. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das erzähle. Ach ja, weil wir brauchen nichts. Genau, Vorbereitung. Genau, Vorbereitung. Das war ihre Vorbereitung, dass sie so ein Anzüglein hat aus organischer Baumwolle, aber ja, dem war nicht so, das kam in der falschen Größe und ansonsten, ja, sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Keine Ahnung, ich gehe dann so mit dem Flow, ne, was soll ich tun, ich bin dann auch eigentlich so in der Situation total ruhig. Deswegen mache ich mich auch jetzt nicht verrückt. Das hatte ich ja bei Lisa so vor diesen Hausgeburten, habe ich mich immer so bekloppt gemacht. Und die ist das hinher, so, ne? Und so bin ich jetzt gar nicht drauf. Ich lasse das einfach so auf mich zukommen. Ich bin dann da. Ich meine, die Lena muss das ja machen, ne? Sie muss das ja kriegen, das Kind. Und ja, ich bin da. Ich bin da. Mal gucken. Mal gucken, wie das wird, ne? Ich finde, das ist gar nicht so gut zu planen, ne? Ja, die Hebamme, der müssen wir jetzt nochmal Bescheid sagen, dass ja unser Termin, also auch der Arzt hat ja einen Ultraschall gemacht, ne? Lena wollte ja unbedingt wissen, was es ist, deswegen hat sie Ultraschall gemacht und der hatte gesagt 10. April, also ich glaube ein Ultraschall ist ja schon genauer als jetzt dieses Messen mit dem Band, ne? Weil das Messen mit dem Band hatte, glaube ich, den 20. Das haben die sich einfach nur gewünscht auch, ne? Die wollen unbedingt 420, weil das so cool ist, ne? 420, ja! Aber ja, okay. Wir warten auf den Mio. Jetzt sagte Lena noch, was ist, wenn er sich getäuscht hat? Nee, aber ich habe ja den Pimmel gesehen. Also, das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein, dass der Arzt sich getäuscht hat, weil ich habe es ja mit meinen Augen gesehen. Nee, aber sie meint, dann wäre sie ganz traurig. Aber das ist ja totaler Quatsch. Erst hat sie sich ja auch ein Mädchen gewünscht. Das ist doch egal. Hauptsache alles dran, alles super, alles gut. Kind draußen, gesund, yes. Egal, ob Junge oder Mädchen, also komm. Komm. Ach, dann habe ich noch was Geiles, ey. Oh, ich finde es so eklig, ich finde diese Welt so geisteskrank, ich habe da gar keine Worte mehr für, ne. Mein Nichtenkind war beim Arzt, ne, beim Frauenarzt, da musste das so einen Zettel ausfüllen. Und dann, dein Geschlecht, da steht jetzt nicht mehr Mann, Frau, nein. Da steht jetzt Person who has a penis. Und Person, welches eine Vagina hat. Ne? Oder irgendwas anderes. Dann noch so 10 andere Sachen zur Auswahl. Ich finde es einfach zum Kotzen. Tut mir leid, ich weiß, das ist jetzt auch wieder nicht politisch korrekt, weil wir sollen das ja total toll finden, alles, ne? Wir sollen das ja total geil finden. Und ja. Ich finde es überhaupt nicht geil, ich finde es einfach nur widerlich. Wenn ich da, bei Kindern hört es bei mir ganz auf, ganz, ne, ganz und gar. Wenn Kinder dann schon so gedrängelt werden, ne. Also Ozzy hat jetzt zum Beispiel gesagt, sie hat so einen Basketballfilm geguckt und den findet sie so toll und dann möchte sie auch dieser Junge sein. Das sagt sie so, ne, und Lena schon so, oh mein Gott, ich so, nee, Mädel. Also das ist normal. Weißt du, es wird einem so eingeredet, alles okay, wenn das Kind jetzt sagt, okay, ich möchte ein Junge sein, okay, dann übermorgen ist dann die Operation und dann wird da ein Pimmel hingebastelt. Nee, ich finde es widerlich. Ja, widerlich, wirklich, einfach nur widerlich.
Ist mir egal. Und oh ja, du kannst das ja gar nicht. Oh, es fühlt sich so schlimm an einem falschen Körper. Bla bla blub. Lass mich in Ruhe. Es fühlt sich bestimmt auch nicht schön an, dann den Körper anzugleichen. Erstens mal Hormone fühlen sich bestimmt nicht schön an. Zweitens, so einen komischen Krüppelpimmel da zu haben, was geht's euch allen noch ganz gut? Das ist doch einfach nur widerlich. Und dass dann die Kinder da so reingedrängelt werden, nee, da hört's bei mir auf, ehrlich. Das sind Phasen und ich meine, ja klar, also ich zum Beispiel wollte immer ein Junge sein, immer, immer. Wenn ich so meine Spiele, so Fantasiespiele, ich war immer ein Junge, ich habe mir genau aus, Mowgli war ich, fand ich todesgeil, so lange schwarze Haare, das war ich, ja. Und? Meinst du, ich hätte jetzt lieber einen Penis? Nee, ich bin total froh, dass ich ein Mädchen bin. Total. So. Oh, nee. Das ist ein Thema, ne? Könnte ich auch. Ich wirke dann wahrscheinlich sehr intolerant und so, aber im Endeffekt ist es mir scheißegal. Also, ich habe gar nichts gegen. Hier gibt es ja ganz viele. Wir nennen die immer Süße, ne? So eine Süße halt. Da gibt es ganz viele davon. Die leben halt als Frau und die sehen geiler aus als manche echte Frau. Klar, ich finde die toll und ich finde die schnuggelig und alles super, ja, habe ich gar nichts dagegen. Aber dass wir so dahin gedrängelt werden, ja, oder dass dann, ich finde zum Beispiel normal, dass dann so eine Süße, auch wenn sie einen Penis hat, finde ich normal, dass sie aufs Frauenklo geht. Finde ich normal, was denn? Es geht ab. Natürlich nicht aufs Männerklo, ist ja gefährlich auch. So, und... Aber nee, wir brauchen dann noch ein Klo extra für das dritte Geschlecht. Ja, also das sind ja auch Steuergelder, die da verbraten werden für so einen Schwachsinn. Und ich meine, das muss ich sagen, hier in Hawaii ist das nicht so, obwohl Hawaii ist auch liberal. Aber hier ist das nicht, dass beim Arzt, die Lena hat solche geisteskranken Zettel nicht bekomme. Aber in Kalifornien ist es halt schon, ne, die Vorreiter des Wahnsinns. Also ich, nee. Boah, mir ist ganz schlecht, ehrlich, ganz schlecht. Ich bin eine Person, that has a vagina und zwei Titten. Und ich weiß gar nicht, ist das denn wichtig? Weißt du, die tun immer so, man soll tolerant und ist doch alles egal. Ja, aber es wird so wichtig gemacht. So wichtig. So wichtig, so wichtig, so wichtig. Alter, nehmt euch doch nicht so wichtig alle. Ist ja ekelhaft, ist ja wirklich widerlich. Meine Fresse. Wenn du eine Butch bist, gehst du aufs Männerklo, wenn du dich als Frau fühlst, gehst du aufs Frauenklo. Wo ist denn da das Problem, ey? Wo ist das Problem? Oh, jetzt fragt ihr euch ja, wo ist das Problem, dass es so eine ekelhafte Toilette gibt fürs dritte Geschlecht? Allein schon das dritte Geschlecht, ich könnte kotzen, wenn ich das nur höre. Also in meiner Welt macht der liebe Gott keine Fehler, ja? Macht er nicht. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich so fühlen, als wären sie im falschen Körper. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich, als wären sie in der falschen Familie geboren. Es gibt so viele Menschen, die verschiedensten Challenges haben. Ja, die gibt's. Und dafür sind wir hier, um diese Challenge zu meistern und nicht um ihr aus dem Weg zu gehen. Das ist meine Meinung. Sorry, tut mir leid. Ne? Aber nee, dann verdient ja dann auch keiner dran, ne? So wird da ja auch schön fleißig dran verdient, an diesem ganzen Schwachsinn, ey. Boah, grauenhaft. Ja, nee, also ich finde euch geil, wie ihr seid, ne? Bleibt, wie ihr seid. Lasst nicht an euch rumschnibbeln. Ja, nee. Quatsch, ey. Ne? Quatsch. Ich meine, ja, dann kann man auch sagen, okay, jemand mit so einer Hakennase. Ja. Ja, ist aber auch die Challenge dann, ne? Ist dann die Challenge, damit glücklich zu werden, ne? Wenn du das geschafft hast, hast du einiges geschafft. Ist doch irgendwie... Brauchen wir uns unserer Challenges? Ach man, Leute, ich bin müde und zerquetscht, ich fühle mich nicht so heute, ne, dieses Feuer hat mich mitgenommen, aber, ja, von einem zum nächsten, aber die Speicherkarte funktioniert jetzt, ne, ich habe die nur einmal rein und raus, aber das habe ich auch schon 130 Mal gemacht, aber jetzt hat sie schon 20 Minuten aufgenommen. Okay, dann mache ich jetzt Schluss. Meinem Hund geht es weiterhin gut, gell? Ich bin froh. Uns allen geht's gut. Der Lena geht's auch gut, gell, Lena? Nee, der ist schlecht. Gott, der Lena ist schlecht, okay. Ich habe Rücken, ich müsste eigentlich Yoga machen, mach's aber nicht. Oh, kennt ihr das? Kennt ihr das? Wenn ihr eigentlich Yoga machen solltet, weil der Rücken, aber dann macht ihr es einfach nicht und der Rücken wird nicht besser. Ja, so ist es gerade bei mir.
das Wetter ist trüb und grau und ich habe gar keinen Bock mehr, aber der Wind ist schon mal weg, das ist schon mal geil, bla bla blub. Schnubbeldubbeldub. Ja. Was denn, mein Schnubbel? Das ist eine ganz tolle weiße Möhre. Wir haben immer so Urmöhren vom Markt. Also lilane, weiße, das sind alte Sorten. Ja, bring mir mal ein Stück ab, ich will auch ein Stück. Das sind so alte Sorten. So alte Sorten Möhren. Und? Du kannst gar nicht so angewidert gucken. Also beiß sie da rein, guckt die so. Als es riecht eine Möhre, also... schmeckt sehr... sehr crunchy, saftig, also ihr lieben Leute, esst eure Möhren gerne auch in weiß oder in lila. Oh, ich habe Sauerkraut gemacht, Alter, das müsste heute fertig sein. Sauerkraut habe ich gemacht und was ich jetzt auch noch immer mache, ne, das muss ich euch auch noch erzählen, das ist super geil. Und zwar Ingwer, so ein Stück Ingwer, so ein Stück Kurkuma, ein paar Zitronen, durch den Entsafter jagen und dann mit Wasser, dann noch ein bisschen Zucker auflösen oder Stevia, whatever, ne, Agave-Dicksaft, was immer ihr nehmt. Ich habe Rohrohrzucker, Bio-Rohrohrzucker genommen, falls es interessiert. Ich wollte es auch filmen, da ist die auch andauernd ausgegangen. Ich habe das genau gefilmt, diesen tollen Saft, egal. Jetzt erzähle ich es euch halt. So, durch einen Entsafter mit Wasser auffüllen. Man könnte es theoretisch bestimmt auch im Mixer machen und dann durchsieben, ne? Same shit wahrscheinlich, gell? Eine Prise Pfeffer, wegen dem Kurkuma muss immer so eine Prise Pfeffer ran. So, und das im Kühlschrank haben wir in so einem Ding, wo man so, ne? So ein Glasding und dann kann man das immer so raus. Mua. Schmeckt so gut. Wir nennen das Ingwer Ginger Rush. Dieses Getränk, ne, das gibt es auch immer zu kaufen, aber da ist das immer in so Plastikflaschen. Und ja, das kann ich euch nur empfehlen. Das gibt Kraft, das macht wach, das ist ein ganz tolles Getränk. Und so einfach, ne, geht so einfach. So, und jetzt haben wir ja wieder 37.000 Themen in einem Video. Ja, wer kommt denn da noch mit? Also ich nicht, aber egal. Egal, es muss raus und in mein Tagebuch hinein. Sonst noch was? Ich habe ja lange nicht gefilmt, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Gibt's sonst noch was? Gibt's noch was zu erzählen, Lena? Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Der Mio kommt heute am Arsch. Nee, der kommt am 10. Am 10. kommt der, am 10. April. Heute noch nicht, ich bin noch nicht ready. Adi, du noch irgendwas zu erzählen? Wie geht's dir so? Hä? Wie geht's? Geht's dir gut? Lulu geht's auch gut? Guck, die wedelt hier rum, die will essen. Aber du gibst ihr bitte nichts, weil das darf die nicht. Dagegen ist die allergisch, gell? Der ist schlecht. Oh my gosh. Und was noch? Nix. Naja, dann ess noch so ein paar. Was hast du denn da? Cinni Minis? Cornflakes. Cinni Minis.